Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog, heute mit Bettina. Hallo. Seit langem mal wieder, dass ich mit einer Frau reden darf im Blog. Ja, also wir brauchen eine Frauenquote, ja. Es gibt es okay. Ja in Vorständen und überall. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich, irgendwann werden wir angeschrieben vom Arbeitsminister, dass wir mehr Frauen im Blog brauchen, aber du machst jetzt mal einen schönen. Ich mache mal den Einstand hier, genau. Das ist geil. Also die Anreise war wieder dubios. Ich muss sagen, wir fahren ja einen Mercedes. Und vorher waren wir in der Nähe von Köln zu, jetzt sind wir wieder in der Nähe von Köln zu Stuttgart, ja, also das Epizentrum von Daimler eigentlich. Und wo er sich am wenigsten auskennt, das Navi vom Daimler, ist im Schwaben. Eine Katastrophe gerade. Sagt er links abbiegen, es wäre noch 100 Meter gewesen oder 200 Meter. Und dann sagt der Tim, hey, das ist ein Aldi-Parkplatz oder Lidl. Und dann sage ich, ja, das kann ja sein, dass wir da von zwei Seiten sind. Wir also da durch, und da war hinten ein Zaun. Also okay. Und beim letzten, wo wir waren, da sind wir auch irgendwie, plötzlich waren so Poller auf der Straße, da hätten wir uns aber der Unterboden weggerissen. Also das ist noch verbesserungswürdig. Umso besser sind die Teiche, die wir hier sehen. Seit wann machst du Koi-Hobby? Oh, 20 Jahre Minimum. 20 Jahre? Ja, also sind wir ja schon der, fast Buddies, der Teich Brüder. Ist 2000... haben wir unseren ersten Teich angelegt. 2000? 2000. Und selber gebaut, oder? Selber, alles selber gebaut. Und das ist die wievielte Und das Fassung ist davon? Jetzt die zweite Fassung vom Koi-Teich. Davor okay. haben wir mit Goldfischen angefangen, da oben in der Ecke. Mhm. Der Klassiker. Der Klassiker, die kam dann nicht, man hat sie nie gesehen. Da haben wir gedacht, auch blöd. Mhm. Und dann haben wir 2000 den ersten Teich gemacht mit... diesem Fisch ist es noch unser allererster Fisch hier. Nein, er hier. Hier? Ah ja, okay, das ist heute Hikari irgendwas. Ja, und dann haben wir 2015 nochmal den Bagger geholt und nochmal vergrößert. Wir hatten vorher 16 Kubik, es sind jetzt 27. Gute Größe. Ja. Und ich habe reingeschaut, also das Erste, was mir aufgefallen ist, ein Teich, der so mit Styrodurplatten abgedeckt ist. Da weiß zumindest mal jemand, was er tut, hat einen Plan, weiß, dass die Fische im Winter gerne ein paar ich Grad denk, mehr haben. Heizen tut ihr nicht Geschwindigkeit nur abdecken? Heizen tun wir auch, aber nur auf 6 Grad. Also wenn es unter 6 Grad fällt, springt die Heizung an. Wie viel das bringt, weiß ich nicht bei der Größe, aber es ist hier sehr tief, da unten liegt diese Heizung wir drin. Wir werden nachher messen. Aber das ist im Prinzip die Art, wie ich jedem empfehle zu heizen. Die 8 Grad bringt gar nichts im Vergleich zu 6 Grad, außer dass es exponentiell mehr, überproportional wollte ich sagen, mehr Energieeinsatz bringt der am Ende. Und das bei den Energiekosten muss man auch ein bisschen... Und das Erste, als wir da ein paar Platten aufgemacht haben, und auch danke, dass wir da im Winter jetzt kommen dürfen und du dir da auch gar kein Thema. Die Koi sind sehr schöne dabei, aber ich habe gesagt, du hast auch einige Eigennachzuchten. Ja. Das sieht man. Die sind unverkennbar. Tim, nimm mal die Kamera auf die Hand, bitte. Da ist der. Oh ja, der ist oben verpilzt. Oh, da wird man gar nicht so viel machen können. Aber ich kann dir, Bettina hat ein Sorgenkind und der hat oben so einen Pilzbelag, den kannst du jetzt 1000 Mal abmachen, der kommt immer wieder. Das Einzige, was ich dir glaub versprechen kann, ist, dass der noch sehr, sehr alt werden kann. Das wäre also, gut, ja. Das, der da kommt der Kutschako, das ist der Kunishi. Ja, der, kaum kommt die Kamera, dann kommen die Kunishis raus. Die sind alle ein bisschen so wie Tim. Ja, und jetzt witzig ist die Geschichte, es sind immer wieder Aspekte, wo ich auch noch nie drüber nachgedacht habe. Aber ganz klar, wenn man wie du oben, die Koi können in die Flachwasserzone reinschwimmen. Also die Kleinen, wenn die hier geboren werden, du hast natürlich hier ein viel größeres Karten, Problem, die, dass die nachzuchten. Ja, also ich hänge Laichbürsten rein, aber es bleibt natürlich auch viel in der Randbepflanzung, in den Wurzeln hängen, das ist einfach so. Also das ist jetzt ein gutes Argument, sie sagt, sie hängt Laichbürsten rein. Manche denken wirklich, wenn man Laichbürsten reinmacht, dann laichen die Koi in den Laichbürsten ab und dann kann man nachher den Laich schön rausmachen. Allein die paar Eier, die dann sich so verteilen, reicht mehr. Also man kann schon viel damit rausholen, würde ich sagen, aber es bleibt genug noch also hängen. Also du musst dir überlegen, wenn da mal 10 Koi ableichen können, das locker über 1 Million Eier sein. Ja. Ja, das ist der absolute Also wir Wahnsinn. Haben einen großen Shusui hier drin und die ist jedes Mal mit dabei. Also sie laichen zum Glück nicht jedes Jahr. Aber aufsalzen kannst du auch nicht wegen aufsalzen der Randbepflanzung. Aufsalzen kann ich auch nicht wegen der Randbepflanzung, genau. Ich habe auch schöne Seerosen da hinten drin. Geschlagen. Ja. Dann hast du danach keine Randbepflanzung mehr, wo sie die eigentlich. Fische verstecken. Man muss ja sagen, die Randbepflanzung bei den Reihern, die kommen. Mhm. Super. Von Stolpern. Der kommt nicht hin. Nee, das stimmt. Der kommt nicht hin. Das sind alles
Lilien in der Regel. Mhm. Und die stehen dann halt so hoch. Und der kommt regelmäßig und dann stelle ich hier vorne noch eine Bank hin und dann. Oder du siehst ihn nicht, weil der Drecksack zwischen den Schwertlinien steht. Nee, der kommt da nicht durch. Das ist richtig dicht. Das war Spaß. Ja, richtig dicht. Deine Fische sind super, super gut drauf. Also sie sind, das Wasser ist ein Ticken gelb. Ja. Wie viel Wasserwechsel machst du im Winter? Im Winter gar nicht. Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber das werden wir nachher sehen, ob es schon kritisch ist. Glaube ich aber nicht. Ja. Also die Fische haben tolle Schleimhäute, sie sind gut genährt, sie kommen hoch, sie sind nicht rot, sie sind nicht schleimbelegt. Also das sieht alles toll aus. Was ich gerade aber noch zur Uferbepflanzung sagen wollte. Mhm. Wer das haben möchte, ich finde das auch geil. Und ich finde es auch geil, wenn es dann an Wasserkreislauf angeschlossen ist. Aber wenn man jetzt quasi, wenn das der Teich ist und man baut quasi so eine, wie so ein Uferkanal, wo die dann drinstehen, da kann man auch Wasser drüber laufen lassen, sodass die Koi nicht reinschwimmen können, die kleinen Koi nicht rein und dass man auch mal abschalten kann, wenn man aufgesalzen hat, dann stehen die halt einfach in ihrem Wasser drin. Oder wenn man behandelt, bei Teichbehandlungen, die schlagen auch nicht immer so gut an, wenn man zu viel Uferbepflanzung hat. Also wenn man das variabel, trennbar und im Kreislauf mitlaufend macht, ist das eigentlich eine echt gute Geschichte. Also im Sommer ist es sehr schön oder im Frühjahr. Wenn alles blüht hier, ist es wirklich ein Traum. Aber das ist das, was ich an den Wasserpflanzen nicht mag, da muss ich ganz ehrlich sein. Die sehen dann, wenn sie im Mai aufgehen und Anfang Juni, sehen die geil aus. Aber ab Juli, wenn sie dann anfangen... Viel Arbeit. Ist viel Arbeit und wenn sie dann anfangen, so hässlich zu werden... mindestens viermal im Jahr drin und tue sie wieder zurückschneiden und richten und... Somit hast du gerade die Wasserpflanze in ihrer Existenz an deutschen Gartenteichen vernichtet. Nein. Stumpfen Trend beendet. Nein. Das ist trotzdem so. Nein, alle Pflanzen sind schön, aber das ist das, was ich an Wasserpflanzen halt ein bisschen kritisiere. Es ist Arbeit. Ja. Es ist wirklich, muss man sagen, Arbeit. Hier ist übrigens jetzt der Koi mit dem Ding. Ja, die Frau Dr. Lechleiter hat ihn mir schon behandelt, wie gesagt. Ach, Randy Sandy kommt auch hierher? Ja, ja. Hat sie uns auch nie gesagt. Ja, ja. Spaß. Ja, ja. Doch, die ist... Kauft ihr noch jedes Jahr Koi? Nein. Um Gottes Willen, was soll ich da noch reintun? Ja, ich weiß ja nicht. Wir sehen ja nur die paar. Nee. Ich würde sagen, mit dem ganzen kleinen Zeug sind wir bestimmt bei 50 Fischen. Das ist natürlich schon ein Wort auf 27. Ja, und ja... Aber wenn man dann jedes Jahr versuche ich halt, sie wieder loszuwerden. Also es geht immer schleppend. Aber immer, werden immer ein paar weniger. Ja. Ja. Aber so sterben oder so tut in so einem System eigentlich keinen, oder? Also wir haben letztes Jahr einen verloren. Aber das war einer, der Kunden? Ja, leider. Der die Jahre davor schon immer geht. Der kam immer schlecht aus dem Winter. Das sind die Klassiker. Ja, immer, jedes Jahr. Und dann hat er immer noch mal die Kurve gekriegt, aber letztes Jahr war halt dann fertig. Das sind auch immer so gute Nebeninformationen. Und darum rede ich auch gerne mit den Leuten persönlich, weil nichts ist wertvoller als die Erfahrung. Und häufig sind die Teiche natürlich stark individuell, aber dann gibt es immer wieder die Schnittmengen. Immer wieder dieser eine Fisch, der jahrelang Sorgen macht. Und viele Jahre Sorgen machen irgendwann. Aber ob das jetzt daran liegt oder nicht, dass es nicht geschafft hat, das können ja dann auch wieder andere Gründe sein. Aber viele machen sich dann oft Gedanken. Die Koi sind natürlich alles Koi und haben eine gewisse Physiologie, haben eine gewisse Anatomie. Aber das ist wie beim Mensch auch, dann gibt es halt doch eine Riesenvarianz. Lisa Marie, meine Tochter, da haben wir jetzt so einen kleinen Deutsche Yamabuki, Karashi Yamabuki geschenkt, der hatte ganz viele Orangen-Libanhi-Flecken. Als Jumbo-Tosa aus der ersten Zucht fand sie ganz toll und dann habe ich ihr ihn geschenkt und dann schwimmt er heute noch bei uns zu Hause mit 75, 80 Zentimeter. Der sieht unmöglich aus, ist krumm wie eine Schlange, hat so einen Bauch, hat aber keinen Tumor, ist einfach nur fett, der liegt jeden Winter komplett auf der Seite. Immer wenn, das Schlimmste an dem Fisch ist nur, dass immer, wenn irgendwelche Leute kommen im Winter, gucken die da ist ein toter Fisch, wie oft ich die Geschichte schon erzählt habe. Aber der ist einfach so, der macht es jetzt seit, wie alt sind die ersten Karashi Yamabuki, weiß nicht, 8 oder 9 Jahre. Und der macht es tapfer, aber dem kann man jetzt auch nicht helfen oder sonst irgendwas. Das ist dann einfach so. Was ist euer größter Fisch? Ist das alles das, so? Das wird der Shusui sein, der da gerade verschwindet. Das ist das Laichmonster. Das ist das Laichmonster und hier der... helf mir. Mukashi. Ja, der Mukashi, genau. Den Mukashi haben wir tatsächlich auch gekauft in der Größe. Echt? So 15 cm. Beim Kölle Zoo, der hat ihn uns mit der Hand rausgeholt. Wollt ihr den? Und wir, boah, den nehmen wir. Und Tim, das merken wir uns. Wir fangen ab sofort an und die Fische, so wollt ihr den? Der war schon so zahm und so ist er auch.
absolut. Und auch die, das sind alles die Kinder von ihm. Die sind eh für die Wassertemperatur, die sind brutal aufmerksam. Das ist wie im Frühjahr hier. Ja, das ist also. Wie viel fütterst du im Winter? Wenig. Also die kriegen mal alle paar Tage ein bisschen was. Ne? Und ich habe ja diesen Mix da, Schwimm und Sink. Das ist super. Von uns? Ja. Sehr gut. Ja. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum die Fische so geil sind. Und mit einem mit Nebensatz einem Wort Konnichi Nummer 2, ne? Ja. Ich stell dir mal vor, wie es da mit Konnichi Nummer 1 aussieht. Habe ich auch schon gekauft. Ist auch steht geil, schon im Keller. Oh, geil. Das wenn's ist aber wärmer wirklich wird. Ein Unterschied. Ja. Ja. Ernährung ist der Schlüssel zu allem. Ja. Egal ob Tier, ob Mensch, was gibt's noch? Also, super, im nächsten Blog schauen wir uns gerne deinen Filter an. Okay. Da sind wir echt gespannt, habe es vorher schon mal gesehen. Das ist auch Old Style. Sehr Old Style. Und wie gesagt, alles selber gemacht hier, ne? Wir sind im Schwabeländle. Wir waren vorher bei Andreas alles selber gemacht, hier alles selber gemacht. Wir können alles, außer Hochdeutsch. Ich komme aus Hamburg, ne? Das tut mir leid, das weiß ich nicht. Wenn man das nicht mehr so merkt, ist ja gut. Nein, nee, aber Andreas hat auch überhaupt kein Schwäbisch. Da wollte ich noch fragen, wo er herkommt. Die einzigen zwei, die hier Schwäbisch reden, sind der Tim und ich. Ah, ja. Also, vielen Dank, Bettina, das war interessant. Ciao. Ich bedanke mich. Ja, gerne.